Freunde. Mein Name ist Mario Goldstein und ich melde mich heute nach knapp 2 Jahren, es ist jetzt um die Weihnachtszeit, Dezember 2022, aus Mexiko, wo ich derzeit wohne. Und ich habe mich vor etwa 1,5 Jahren so ganz leise aus Deutschland davongeschlichen. Das war so eine innere Eingebung, eine Intuition, die ich hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, es ist an der Zeit zu gehen. Und jetzt sitze ich hier in Mexiko und denke auch immer wieder an meine Familie, durch an meine Freunde in Deutschland und habe auch ein bisschen Wehmut, wo ich dann sage, okay, ich könnte ja auch in Deutschland sein und könnte vielleicht dort auch von Hilfe sein und ja, für meine Familie da sein, für meine Tochter. Und so bin ich trotzdem auch immer wieder hier in Mexiko hin und her gerissen. Und trotzdem gibt es die Kraft oder eine Kraft in mir, die mir sagt, bleib hier und sitz die Sache aus, warte, was da kommen möchte, bleib in der Stille. Und diese Kraft ist stärker, wie eben diese, man könnte fast sagen, Sehnsucht nach der Familie, nach den Freunden und auch so ein bisschen das Schuldgefühl, vielleicht, dass ich nicht da sein kann und helfen kann. Und das ist manchmal schwierig, auch für einen Menschen zu ergründen im Inneren. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier einen Fachmann der Intuition haben, der sich hier zu uns in den Dschungel verirrt hat, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das hat sich so gefügt über ein, zwei Ecken. Ich begrüße heute hier Martin Zoller. Hallo aus der Schweiz. Mario, hallihallo. Schön, dass ich bei dir, bei euch sein darf. Also ich denke, es war sicher auch ein Stück Intuition, das mich hier hingebracht hat, weil ich gespürt habe, geh mal dahin. Ich tauche in den Dschungel Yucatans ein und schau, was passiert. Und ja, ich muss sagen, ich bin hell begeistert. Also erstens mal dieses Studio hier, das ist der Hammer mitten im Dschungel von Mexiko, hätte ich so nicht erwartet. Und dann natürlich auch diese ganzen tollen Menschen, die hier bei dir leben und das ganze Kulturelle und Magische. Das Örtchen heißt ja Pueblo Mágico, also dieses magische Örtchen. Und das spürt man hier auch. Und ich bin sehr froh, dass ich hier in diesem magischen Kraftort bei euch sein darf. Du bist ja dem Spanischen sehr bewandert, glaube ich, weil du wohnst ja schon seit einigen Jahren in Mittelamerika und so weiter, bist hier viel unterwegs, Südamerika. War das auch eine Intuition, die dich hier in dieses Land oder in diesen Kontinent gebracht hat damals? Also ich bin seit eigentlich 1992 bin ich in Südamerika mit Unterbrüchen wohnhaft, aber ich bin das erste Mal tatsächlich 1992 nach Südamerika gekommen. Meine erste Residency, also Niederlassung, hatte ich 1994 in Bolivien. Das habe ich auch heute noch. Bin aber auch sehr viel unterwegs. Seit 7 Jahren habe ich Panama als Hauptwohnsitz. Und der Ursprung, wieso ich damals hier hingekommen bin, mit 21, war auf der einen Seite zum Spanisch lernen und auf der anderen Seite wollte ich eigentlich studieren. In Südamerika, also in der Karibik eigentlich. Das hat sich dann aber alles total anders ergeben, wie das Leben halt manchmal ist. Bist du Seher geworden? Bin ich Seher geworden, ja. Das ist nicht der schlechteste Beruf, habe ich mir so gedacht. Und wenn ich aber dann so in dieses Intuitive reinspüre, so auch selbst, dann denke ich, Mensch, jeder könnte so ein bisschen Seher sein. Ne? Aber in deinem Fall ist es halt sehr repräsentativ. Du bist bekannt, du wirst angefragt von Geschäftsleuten, von Privatleuten, Firmen, Politikern und so weiter, die irgendwie deine Sicht oder deine Fähigkeit nutzen möchten und zu sehen, was sieht denn der Martin in der Zukunft für mich? Eventuell kann ich mein Handeln danach ausrichten. Und das ist ja das Geheimnis dieser Intuition. Wann hat denn das angefangen bei dir? Also ich, seit Kind konnte ich Farben, Energien um Menschen sehen. Ich maß dem Ganzen damals natürlich keine große Bedeutung bei. Wenn du ein Kind bist, ja, dann siehst du die Welt halt, wie sie ist. Du lernst vieles neu kennen. Und das Urteilen oder das Werten, das entsteht dir dann eher durch das etwas älter werden, wenn man in die Schule kommt und wenn man dann anfängt, zwischen gut und böse und richtig und falsch zu unterscheiden. Und in diesem Zeitpunkt ist diese Wahrnehmung, die ich seit kleiner Kindheit hatte, in den Hintergrund getreten. Ich denke, das ist auch gut so, weil dann hatte ich eine ganz normale Kindheit. Und als ich dann 20 war und aus der Schweiz weggezogen bin, eben nach Südamerika, wie schon vorhin kurz angesprochen, nach einem Jahr rumreisen und arbeiten in Südamerika, da kamen dann diese intuitiven, extrem intensiven Wahrnehmungen wieder in den Vordergrund. Ich konnte plötzlich wieder Aurafarben sehen, ich konnte auch Verstorbene sehen, war natürlich etwas überfordert mit 23, nicht recht wissend, was da passiert, aber auf der anderen Seite kam es mir bekannt vor aus der Kindheit. Und ich bin dann fast ein Jahr nach Indien, war da in verschiedenen Klöstern und Ashrams
Wir hatten ja schon ein bisschen über Indien gesprochen und deine und meine Erfahrungen. Und habe mich dort dann auf das Thema die Kraft der Intuition vertieft. Und es ging da eigentlich darum, für mich zu lernen, wie die Kraft des sechsten Sinnes bewusst in meinen Alltag zu integrieren. Also wie du gesagt hast, wir sind ja alle kleine Seher, so wie wir auch alles Musiker sind oder Akademiker, aber halt nicht jeder hat dieselben Stärken am selben Ort. Also es gibt solche Menschen, die sind musisch, kreativ, extrem veranlagt und die können ein Instrument in die Hand nehmen und denen fällt das dann nach wenigen Stunden überhaupt nicht mehr schwer, eine Sonate zu spielen und können dann auch relativ bald schon professionell in einem Konzert mitspielen, in einem Orchester. Andere haben dasselbe bei mathematischen oder sprachlichen Veranlagungen und dann gibt es halt solche wie bei mir, denen ist das die Kraft der Intuition sozusagen in den Schoß gefallen, was aber nicht heißt, dass es einfach so da ist, sondern man muss das wie überall auch polieren, man muss es üben, muss es sich antrainieren. Genau, das ist ja das, was mich heute so interessiert, auch speziell, wenn wir heute sprechen, weil dass du intuitiv bist, das scheinst du auch schon bewiesen zu haben, das wissen wir. Du hast schon viele Dinge gesehen, die keiner wissen konnte. Ne? Dass man, also berühmtes Thema mit dem Flugzeug in Bolivien und so weiter, wo du auch Menschen gerettet hast durch das Sehen. Trotzdem bricht sich das letztendlich runter auf jeden Einzelnen sein Leben. Weil jeder hört das von dir, auch geopolitische Themen, wo man auch vielleicht schon ein bisschen selbst fühlt, pass auf, hier bahnt sich was an und so weiter. Da, was mir da immer kommt, auch bei mir, und da hast du sicher auch deine Erfahrung damit, ist die Stille. Wenn du selbst in die Stille gehst, dann öffnen sich doch ganz andere Kanäle. Definitiv. Also ich würde sagen, die Stille ist der Schlüssel zur Intuition. Je lärmiger es um uns herum ist, je schwieriger es um uns herum ist, umso herausfordernder wird es auch auf die Kraft der Intuition zu hören. Und ich meine, du lebst hier im Dschungel, du lebst hier paradiesisch und da ist es natürlich schön und auch sehr unterstützend, um in diese Stille zu kommen. Also ich fühle mich hier extrem wohl. Es ist ein Ort, an dem man sehr gut meditieren kann. Jetzt gibt es natürlich viele Orte weltweit und ich denke, der wirkliche Reichtum ist, wenn wir diese Stille nicht nur in äußeren Räumen finden, sondern wenn wir die auch in uns selbst wahrnehmen können und dann im Alltag umsetzen und lernen, wie mit dieser Stille in Kontakt zu treten und wie die Informationen und Gefühle und Wahrnehmungen, die wir in dieser Stille erkennen, in den Alltag integrieren können. Man könnte sagen, durch diese vielen äußeren Einflüsse, die wir speziell in Europa immer erfahren, durch die Bevölkerungsdichte und so weiter, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit dieser Länder, ist man doch auch permanent beschäftigt im Kopf. Man kommt also nicht so richtig in die Stille. Man merkt es ja auch, die Menschen zieht es in den Wald zum Beispiel oder an die Seen und in die Berge, ne, wo man eben nicht so viel Infrastruktur hat und so weiter und Weite vor einem liegt. Und das ist ja auch das Südamerika-Thema zum Beispiel. Das bietet ja Südamerika an sich auf natürliche Art und Weise. Man kommt hier hin, man hat die Weide, den Dschungel. Ne, wir haben hier rundherum 50 Kilometer Wald oder Dschungel, nennen wir es mal. Nicht? Und da ist nichts groß, ein paar wenige Menschen. Und da ist natürlich viel Kraft für eine Natur und so weiter. Das ist hier auf natürliche Weise gegeben. In Europa hat man das ja nicht. Ne? Und trotzdem finden die Menschen immer wieder Momente der Stille, auch in Europa. Jetzt ist für mich die Frage, man hat ja immer dann die Tendenz, dass man so schnell wie möglich wieder durch Gedankengänge und so weiter wieder in seinen Alltag reingezogen wird. Das heißt also, die Stille geht schnell wieder. Was kann man denn, und da hast ja auch du wiederum die Erfahrung machen, damit man diese Formebenen, die einen dann immer wieder beschäftigen, ja, wie soll ich sagen, dass man sich da ein bisschen entkoppeln kann dafür und länger in dieser Stille bleiben kann, um dass man auch noch länger fokussieren kann, um noch tiefer reinzugehen, um noch weiter zu schauen, um für sich vielleicht die richtigen Antworten zu finden. Was ist denn da ein Mittel dazu? Wie kann man da mit sich umgehen? Gerade in Europa auch. Ne? Ja, also ich denke, es gibt, und das ist nicht nur ich denke, sondern auch meine Erfahrung zeigt mir, dass es in Europa schon auch noch den einen oder anderen Ort ganz klar ist, wie du sagst, es ist schwieriger in Europa, um zur Ruhe und Stille zu finden, als hier durch diese breiten, offenen, weiten Felder oder Dschungel oder hohen Berge. Und trotzdem haben wir natürlich auch in Deutschland und in der Schweiz haben wir schöne Gegenden, oder in Österreich oder überhaupt in Europa haben wir schöne Gegenden, in denen man sich zurückziehen kann. Schwarzwald zum Beispiel, die Alpen oder auch gewisse Landstriche am Mittelmeer oder an der Nordsee. Also wir haben schon auch diese Ecken, die man finden kann, um sich auftanken und energetisch wieder besser spüren zu können. Jetzt das Problem, das wir natürlich, das hast du eben vorhin auch erwähnt, in Europa
erleben, ist, dass wir sehr schnelllebig und sehr informationsgeballt leben. Das heißt, wir haben ja kaum Zeit, in diese Ruhe und Stille zu kommen. Also man wacht am Morgen früh auf, gleich mit dem Telefon neben dem Bett und dann die ersten WhatsApp-Nachrichten und dann Zeitung und dann Kaffee trinken und dann mit dem ins Büro fahren und arbeiten und dann konstant sind wir mit Informationen überschüttet und dann anstatt nach dem Arbeiten, anstatt dass man sich Ruhe nimmt, geht man in ein Fitnessstudio mit Musik. Ja, ja. Es fehlt die Ruhe und es fehlt die Entspannung und das ist das Geheimnis, um bewusst mit der Kraft der Intuition in Verbindung zu sein, Ruhe und Stille. Trotzdem habe ich festgestellt, dass Europa, also zumindest in den 10 Jahren, wo ich jetzt in Europa war, die letzten 10 Jahre, also vor 2020, ne, März, dass sich dort trotzdem auch in gewisser Form irgendwie so eine Routine entwickelt hat bei mir im Leben. Das heißt also, man hat so Tagesabläufe, ne, Büro, wenn man ein Büro hat und wenn man dann arbeitet. Und da gibt es sicherlich noch welche, die sind viel strukturierter wie ich. Ne, dass sich durch die Regeln jeden Tag auch eine gewisse Stille eingestellt hat. Weil Gewohnheiten natürlich den Menschen auch helfen, nicht mehr so angestrengt zu sein, was muss ich jetzt machen und so weiter. Ne? Das ist alles schon getaktet. So, dann hatten wir natürlich März 2020, und das habe ich ja auch gespürt, wo das ganze Leben durcheinander geworfen wurde. Dieses bisschen Gewohnheit, was man sich selbst in einem hektischen Alltag in Europa aneignen kann, das wurde auf einmal komplett durcheinander geworfen. Jetzt wusste, also ich kann nur von mir reden. Ich stand erst mal da, ich dachte, hey, was ist jetzt los? Ne? Und ich musste wirklich wieder komplett in mich reingehen, um zu erkennen, dass das eigentlich gerade ein Wandel ist, der stattfindet, den ich nicht aufhalten kann. Und da hat dann meine Intuition gegriffen, in dem Moment, weil ich das andere dann loslassen musste. Glücklicherweise auch bedingt durch Konstellationen. Ich war Veranstalter und so weiter. Also kannst du dir vorstellen, als Veranstalter machst du nichts mehr. Mhm. Ne? Selbst habe ich auf der Bühne mein Geld verdient. Keine Verpflichtungen mehr, nichts. Und du hast das ja vorausgesagt. Und deswegen habe ich das hier mal aus deinem Buch rausgenommen, welches ich jetzt studiert habe, so ein bisschen. Das Handbuch der Intuition und übersinnlichen Wahrnehmung, das ich mir gleich bestellt habe, nachdem ich wusste, dass du kommst. Und da habe ich mir nochmal einen kleinen Satz rausgeschrieben, den du gesagt hast, deine Vorhersagen reichen ja weit bis 2040, 2050 sogar. Also du machst sehr lange Voraussagen auch. Und das Zitat von deinem Buch lautet, Europa steht im Ring der Geopolitik, sozusagen als vorgeschobener Boxer für die Weltmächte und erhält einen Kieferschlag nach dem anderen. Immigration, linker Kiefer getroffen. Terror, Schlag auf den rechten Kiefer. Europa fällt auf die Knie, Brexit. Schlag auf die Niere, ein Virus. Kiefernschlag links und rechts. Also du hast Europa mit einem Boxer verglichen, der gerade sich einen ziemlich starken Gegner ausgesucht hat. Und die zweite Runde, kann man sagen, das war damals, als du das Buch geschrieben hast, die zweite Runde steht bevor. Und da habe ich jetzt nochmal hergeschrieben, was man jetzt gerade auch irgendwie spürt, Finanzcrash zum Beispiel. Die nächste Immigrationswelle läuft gerade über Europa. Der Krieg. Also Europa zerfällt sozusagen auch vor unseren Augen. Man hat, und die Ungarn und das ganze Thema, das ist ja sehr geopolitisch auch sehr interessant auf eine Art. Aber wenn man eben in Europa gelebt hat und dort heute lebt, muss man sich doch auf harte Zeiten einstellen. Oder wie verstehe ich das? Ja, auf jeden Fall. Und für mich war das, ich arbeite seit 1999 ungefähr mit politischen Vorhersagen und sehr intensiv seit 2000, 2001 das erste Mal in einer politischen Kampagne mitgemacht in Südamerika mit für einen Kandidaten, der dann auch Präsident wurde. Und ich hatte mich eigentlich bis 2011, 12, 13 nie wirklich mit Europa auseinandergehalten. Ich habe in Südamerika gelebt und lange im Mittleren Osten, also auch während dem arabischen Frühling war ich in Israel, im Libanon, in Afghanistan, in Syrien, im Irak. Überall dort, wo es interessant ist und spannende Herausforderungen sind als Seher mit medialen politischen Analysen. Und ab 2014 habe ich dann plötzlich gesehen, dass in Europa eine ganz neue Dynamik entsteht. Ich hatte auch die ersten Anschläge vorhergesehen, das wurde auch in Interviews wiedergegeben. Und ganz spannend war, dass ich dann nämlich gesehen hatte, dass ab 2020 ein totaler Umbruch kommen wird. Und weil ich 2017 gesehen hatte, in Europa, da passiert was ganz Neues, zieh dich zurück, es lohnt nicht so weiterzumachen, wie es bis anhin der Fall war, habe ich meinen ganzen Organisatoren in den unterschiedlichsten Ländern Europas gesagt, das war im Herbst 2017, dass ich im Herbst 2019 meine letzte
Tournee durch Europa geben werde mit Seminaren und Vorträgen, weil dann was Neues kommt, auf das ich mich einlassen möchte. Ich hatte dann tatsächlich auch 2 Jahre lang an dieser Abschlusstournee gearbeitet mit meinen Organisatoren in Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien teilweise auch. Ich muss auch sagen, ich habe nicht gesehen, dass ein Virus kommt. Ich habe nur gesehen, dass es extrem schwierig werden wird in Europa und was ganz Neues entstehen wird. Ich bin ein wenig überrascht gewesen vom Zeitpunkt. Ich erwartete die Umstrukturierungen Europas im Herbst 2020 und nicht schon im Frühling. Also die 6 Monate, die haben mich ein bisschen überrascht, aber dementsprechend war ich vorbereitet, weil ich wusste, da kommt was. Also ich bin, das ist so ein bisschen wie wenn du am Meer lebst und du weißt, da kommt ein riesen Tsunami und dann machst du dich mit dem Surfbrett, stehst du schon mal auf den Strand und wartest, bis die Welle kommt, damit du dann auf die richtige schwingen kannst und damit mitreiten und nicht von ihr rumgerissen wärst. Und durch diese Vorbereitung war es für mich natürlich möglich, das, was da passierte, bereits auch in meine Tätigkeiten zu integrieren. Und ich habe dann eigentlich auch vom Frühling 20 an sehr intensiv mit dem gearbeitet, was kommt, was sich da manifestiert. Ich war zum Beispiel einer der Ersten überhaupt, ich glaube, das war schon im Februar oder März 2020, das habe ich in mehreren Interviews gesagt und veröffentlicht, dass es für mich, so wie ich das sehe, über die Aura, dass dieses Virus nicht natürlicher Herkunft ist, sondern menschlicher Herkunft, also aus einem Labor. Damals haben viele noch gesagt, Verschwörungstheoretiker. Unterdessen lernen wir immer mehr und auch aus unterschiedlichsten, auch seriösen, in Anführungszeichen, Quellen, also wissenschaftlichen, die auch immer mehr und mehr zu diesem Schluss kommen, dass das tatsächlich nicht einfach nur aus einer Fledermaus übertragen wurde, sondern den Ursprung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eben aus einem Labor hat. Ja, und eben das, irgendwann hatte ich dann auch dieses Bild, von dem du es gesprochen hast, mit dem Boxer. Ich möchte dich vielleicht in einer Sache korrigieren. Ich denke, du hast gesagt, Europa hätte sich einen schwierigen Gegner ausgesucht. Also ich denke nicht, Europa hat sich den Gegner ausgesucht, sondern Europa wurde zum Spielball und wurde sozusagen auf die Bühne, auf das Schlachtfeld geworfen. Und hat halt Pech, dass es sich da mit den größten und mächtigsten Gegnern auseinandersetzen muss. Und weil Europa halt nicht mehr viel zu sagen hat, weder wirtschaftlich noch politisch, sind wir dem halt einfach ausgeliefert. Das ist, wissen wir ja schon. Mittlerweile wissen wir es so irgendwie. Ja. Schon, ne? Das Thema ist ja das, man kann immer sagen, man möchte so viel wie möglich Menschen retten. Ne? Und die Leute, die jetzt im Kessel sitzen, ich sag mal damals zum Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, es gab Leute, die haben vor dem Krieg schon gerochen, hier läuft was falsch und sind dann irgendwie schon noch rüber nach Amerika oder sonst irgendwo hin und haben sich so wie ich vielleicht jetzt frühzeitig abgesetzt. Ne? Da hat man vielleicht gesagt, ja, was wird schon nicht so schön kommen und so weiter. Das hat man ja, redet man heute auch sich noch ein. Und es geht eigentlich darum, dass man auch sagt, okay, man möchte noch so viel wie möglich Menschen vielleicht auch zurückbringen zu ihrer Intuition, die an jedem schon liegt, weil da ist ja ein Konflikt dann auch später mal. Ne, weil man auf der einen Seite lebt man das, was man leben muss, weil man ist in Deutschland oder in irgendeinem Land in Europa und auf der anderen Seite spürt man intuitiv, es ist vielleicht besser, wenn ich woanders hingehe oder mich zumindest mal zeitweise von hier entferne, um mich zu schützen oder meine Familie und so weiter. Aber irgendwie, dadurch der Mensch noch andere Attribute hat, die er noch überwinden muss, wie Loslassen zum Beispiel, Entschlossenheit und so weiter, diese Themen, ne, da fällt es halt durch dann schwer, oft loszulassen und dann hängt man eben immer in diesem Ding der Unentschlossenheit. Für mich wäre es schön, wenn die Menschen sagen könnten, ah, ich gehe tiefer in meine Intuition rein und höre auf meine Intuition, anstatt auf meine Logik, die mir ja mein Leben lang antrainiert wurde. Aber wie kann man das erreichen? Weil man würde ja weiterkommen im Leben, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Die meisten, die hören gar nicht drauf. Andere, die lassen sich nicht von ihrer Intuition, sondern von ihrer Angst leiten. Und im Moment haben so viele Menschen Angst in Europa, wie ich es noch nie erlebt hatte, seit ich denken kann und in diesem Bereich arbeite. Und dann gibt es natürlich andere, die sind sehr intuitiv und da beobachte ich tatsächlich eine sehr, sehr große Veränderung in Menschen, die dann auch Alternativen suchen, so wie du auch. Du hast das Thema Zweiter Weltkrieg angesprochen. Ich meine zum Beispiel Thomas Mann, Einstein, das sind zwei Beispiele, die frühzeitig gemerkt haben, da kommt was und die haben sich abgesetzt ins Ausland. Denke für viele, und ich habe auch in Deutschland selbst immer wieder, und zwar jetzt nicht mal von Verschwörungstheoretikern oder Esoterikern, sondern von sehr
bodenständigen Menschen in der Finanzwelt immer wieder gehört, dass die gesagt haben oder sagen, dass das, was im Moment in Europa passiert, sich ein bisschen so an 1937, 1938 anfühlt. Also, und das fand ich fast erstaunlich, um nicht zu sagen faszinierend, wenn man das eben auch von Leuten hört, die jetzt nicht irgendwie von Intuition ausgehen, sondern die beobachten, was in der Wirtschaft passiert und was in der Politik passiert, und die ziehen damit ihre Rückschlüsse. Diese Zugänge haben natürlich nur sehr wenige, aber das Schöne an der Intuition ist, dass wir alle diese Zugänge haben. Und wenn wir wissen, wie an diese Zugänge zu hören, dann müssen wir keine wirtschaftlichen Daten kennen, dann müssen wir keine politischen Machtspiele kennen, dann reicht es, dass wir aus rein intuitiver Wahrnehmung spüren, da stimmt etwas nicht, also suchen wir lieber einen Plan B. Richtig, das ist genau das, was wir alle machen, aber es gibt auch hier eine Zeitschleife, würde ich mal sagen, eine Zeitschiene. Es gibt diese frühzeitliche Intuition. Bei mir muss man jetzt wieder sagen, ich bin in der DDR aufgewachsen. Das heißt also, ich habe irgendwo ein Gespür für Diktatur. Ne? So, und das habe ich einfach in die Wiege gelegt bekommen, weil ich dort 18 Jahre gelebt habe. So, also springt bei mir vielleicht in diesem diktatorischen Bereich eher so eine intuitive Wahrnehmung an oder eine Warnlampe an, wo ich sage, hey, hier das ist was, wo ich nicht rein will. Ne? Das ist vielleicht die frühzeitliche Intuition. Dann kommt die zweite. Wir haben jetzt gerade in Jahreszahlen geredet, 36, 37 damals. Es gab ja auch noch 38, 39. Ja, wo sich das immer mehr zugespitzt hat, wo man merkt, oh, das läuft ja hier komplett in irgendeine Richtung, die totalitär, diktatorisch wird und so weiter. Und trotzdem, und dann in den zwei Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel jetzt mal, um das mal so bei dem Beispiel zu bleiben, haben sich sicher auch dann wieder eine andere Gruppe nochmal zurückgezogen, die vielleicht dann wirtschaftlich beeinträchtigt wurden, diskriminiert wurden, die dann ausgegrenzt wurden. So ähnlich, wie man es jetzt zum Teil schon erlebt, ne, wo man sagt, hier politische Gegner, ich habe vorhin wieder gelesen, der Ballweg, das ist schon ein halbes Jahr in Haft, ne, und so weiter. Also das sind so die Ansätze von sowas, natürlich alles mit begründet und so weiter. Aber das ist die Eigenschaft von solchen Systemen. Und dann kommt die zweite Schiene der Intuition, wo dann Leute kurz vor der Angst noch sagen, hey, ich glaube, ich gehe raus. Ne? Das ist dann so das ist die nächste Schiene. Und dann kommt die Phase des extremen Leides, wo man über Jahre wahrscheinlich extrem viel aushalten muss. Im Zweiten Weltkrieg war das eben das Kriegsgeschehen, in der Form, wie man es damals erlebt hat. Heute wird es anders aussehen, garantiert. Aber Leid ist letztendlich auch wieder etwas, was man bis zu einem gewissen Punkt nur aushalten kann. Und dann erst, wenn es Leid am höchsten ist, wenn man es nicht mehr aushalten kann, dann bricht doch dieses ganze Gerüst oder dieser ganze harte Kern, der um diesen Menschen, wo die Intuition drin begraben liegt, der bricht doch dann auseinander. Und dann steht der Mensch da in der Demut, wie man es eigentlich erwartet. Und sagt, was haben wir hier gemacht? Und dann fängt man von vorn an, mit intuitiv wieder was Neues aufzubauen. Ist das so eine, kann man das so bezeichnen, dass manche Menschen wie du sind, sehr sensibel sind, noch viel früher, wo noch gar keiner an irgendeine Veränderung denkt, schon visioniert, alles klar, da kommt was. Das ist jetzt das Paradebeispiel, sage ich mal, für Intuition. Und dann gibt es eben diese Stufen, bis dann der Mensch gebrochen ist und sagt, hey, ich gebe mich wieder hin dem Universum und lass das wieder laufen und guck mal, was da jetzt von mir verlangt wird. Ja, ich denke, das ist natürlich im Idealfall tatsächlich der Fall, dass wenn das ganze System um dich herum auseinanderbricht und nach dem Auseinanderbrechen tatsächlich auch der Raum besteht, dass die Möglichkeit gegeben wird, sich intuitiv oder ganzheitlich zu orientieren. Nur den Weg, den ich sich das Ganze entwickeln sehe, und ich sehe es so, dass diese starken Umstrukturierungen und Veränderungen, die werden so, wie ich das sehe, bis 2029, 30 sein. Also dass wir bis 2029 oder 30 sehr starken Veränderungen unterliegen. Aber so wie ich das sehe, durch meine Analysen oder durch meine Bilder, wird es nicht so sein, dass das, was danach kommt, ein offener, leerer Raum ist, in dem wir neu entblühen können, sondern dass die Zeit der Transformation und der intensiven Veränderungen, die wir im Moment durchleben, nicht dazu genutzt wird, dass freier, neuer Raum entsteht, sondern im Gegenteil, der wird benutzt, um stärkere und höhere Mauern drumherum zu erschaffen, dass wenn es dann gesellschaftlich wieder etwas ruhiger wird und die Menschen endlich wieder Zeit hätten, eher zu sich zu finden, jene, die einfach nur im eingeengten Kreise weiterlebten, sich plötzlich in einer Struktur finden, die noch strukturierter, die noch dogmatischer und die noch kontrollierender ist als das, was wir in Mitteleuropa bis anhin kennen.
Also so wie ich das sehe, geht es ganz klar in eine Richtung, die sehr viel autokrater wird, Mitteleuropa oder überhaupt in der westlichen Welt. Und weniger, leider muss ich sagen, in eine Entwicklung, von der ich sagen würde, okay, danach ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwelche Heilsversprechen. Die Möglichkeit, die ich sehe, die gegeben wird, ist, dass eben gewisse Freidenker und Menschen, die diesen ganzen Veränderungen einen eigenen Weg gehen wollen, dass die dann vielleicht jetzt hier in Mexiko oder in anderen Orten einen Platz finden, um sich neu zu finden und neu zu orientieren. Mexiko war ja immer schon ein Land, das sehr offen war für politisch Verfolgte. Also das geht zurück nach Trotzki. Der ist ja hierhin geflohen. Es war hier umgebracht worden von Schergen Stalins, aber immerhin. Und dann auch während Corona waren ja die Grenzen von Mexiko eigentlich immer sehr offen für Freidenker, für Menschen. Und 2019, als in Bolivien Evo Morales gestürzt wurde, hat die mexikanische Regierung ihm direkt Asyl angeboten. Er ist dann auch hierhin geflohen. Und letzte Woche hatten wir einen Staatsstreich in Peru. Und ich habe dann gelesen, dass der Außenminister von Mexiko am selben Tag, als der Präsident in Peru gestürzt wurde, diesem auch bereits Exil angeboten hatte. Also Mexiko ist auf jeden Fall, denke ich, ein Land, natürlich nicht das einzige, es gibt andere, die ebenfalls sehr interessant sind, aber Mexiko hat tatsächlich eine Kultur und Tradition der Offenheit und des sich Bereitstellens und Offensein für Menschen anderer Denkarten und Visionen oder Ideen. Aber Mexiko verhält sich auch neutral der Welt gegenüber verhältnismäßig. Die halten sich auch dem Weltgeschehen verhältnismäßig raus. Ja. Ne? Auch jetzt Ukraine, davon hatten wir es auch schon. Mexiko hat ja auch eine sehr neutrale Position gegenüber dem Ukraine-Krieg. Aber was mich noch interessiert, gerade weil eben diese intuitive Weidevoraussagen, ne? Wenn du was siehst in der Zukunft, wo du sagst, das geht ja bei dir auch über Bilder und so weiter, ne? Über Visualisierung und so weiter. Kannst du dann sehen, ob das gut oder schlecht ist, um das mal zu bewerten in diesen Bewertungen? Oder hältst du das eher neutral und sagst, okay, das kann auch, ich sag jetzt mal, der göttliche Weg sein, den wir Menschen brauchen, damit wir irgendwann zu Gott zurückfinden, ich nenne es mal so. Mhm. Ne? Ist das eher so bei dir in diese Richtung? Oder hast du auch die Möglichkeit zu bewerten, ob es gut oder schlecht ist? Und dann würde gleich die nächste Frage folgen, wenn das so wäre, wäre es dann nicht sinnig, mit dir zu sprechen und versuchen, das zu vermeiden in der Zukunft, dass man, ich sag mal, wie die Zukunft manipuliert, dass man gar nicht erst an diesem Moment kommt. Also als Schweizer sind wir natürlich prädestiniert dazu, neutral zu sein. Was sich in Konflikten als immer sehr erfolgreich herausstellt. Nee, Spaß beiseite. Also ich denke, das Arbeiten mit Visionen vergleiche ich gerne mit dem Arbeiten von der Wettervorhersage. Also wenn du mit dem Meteo, mit der Wettervorhersage arbeitest, dann kannst du anhand von Satelliten und anderen Möglichkeiten erkennen, ob ein Hoch oder ein Tief aufkommt. So, dann siehst du zum Beispiel am Horizont, da kommt ein sehr starkes Tief mit extremen Windböen und Gewittern. Und in zwei Tagen ist es hier und dann die nächsten 6 Tage sieht es so aus, als ob es nur regnen und stürmen würde. Jetzt genauso verhält es sich mit Visionen oder mit Vorhersagen. In solchen geopolitischen Entwicklungen kannst du sehen, dass ein Sturm am Horizont ist, aber du kannst ihn nicht verändern. Das wäre genauso Illusion, wie wenn du davon ausgehen würdest oder dir einreden würdest, dass du die Möglichkeit hast, ein Tief, das über den Atlantik kommt, irgendwie zu verändern, damit dann keine Regenstürme und Tornados vom Meer her übers Land ziehen. Das kann man nicht, das ist unmöglich. Wo man mit Hilfe von intuitiven Informationen bewusst und direkt etwas beeinflussen kann, jetzt von der Handlung her gesehen, ist zum Beispiel bei Einzelpersonen oder bei Zweienpersonen oder bei ganz kleinen Gruppen. Wenn ich jetzt jemanden lese in einer Einzelsitzung und ich sage, schau mal, da kommt eine Gewitterwolke auf dein Leben zu, dann kann der sagen, das will ich nicht, also mache ich gewisse Vorkehrungen, um das Gewitter abzuwenden. In einer Partnerschaft, egal ob beruflicher Natur oder emotionaler Natur, geht das auch, speziell wenn beide Interesse an der Veränderung haben. Bei 3 oder 4 auch noch. Wenn alle am selben Strick ziehen, wenn der eine dadurch will und der andere dadurch, wird es schon schwieriger. Aber wenn wir über geopolitische Vorhersagen, wirtschaftliche Vorhersagen, wie wir jetzt davon gesprochen haben,
wenn wir uns darüber unterhalten, dann gibt es null Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Dann kann man höchstens für sich die Entscheidung fällen, wie gehe ich damit um? Also stelle ich mich dem Kampf mit erhobenem Haupte oder spüre ich für mich eben, wie jetzt ihr oder Einstein etc. und viele andere in der Vergangenheit auch, die sich gesagt haben, nee, das ist ein Thema, das stimmt für mich nicht. Ich gehe und ziehe mich zurück oder woanders hin und mache dort weiter. Das ist ein interessantes Thema, weil das letztendlich sind sehr Energien. Ne? So, du hast dich selbst, das ist deine Form, die du kontrollierst hier, denkst du zumindest weitestgehend, und kannst dementsprechend dich über dein Denken intuitiv natürlich auch fortbewegen. Ne? Das ist uns gegeben, ne? Weltweit mittlerweile, weil es mich schnell und einfach. Und dann gibt es natürlich die kleinen Gruppen, da funktioniert das noch, wie du gesagt, alle an einem Strang ziehen. Das ist ja so eine Community mit 10 Mann zum Beispiel, noch verhältnismäßig gut energetisch auszurichten. Sagen wir es mal so. Wenn du jetzt aber ein Riesenkollektiv hast, ein hohes oder großes Energiefeld, egal welcher Natur, ob das jetzt positiv, negativ oder wie auch immer, also ausdrücken möchten, dann ist es natürlich für den Einzelnen schwierig, das zu ändern und auch manchmal für ein größeres Kollektiv fast unmöglich, das zu ändern. Das heißt also, diese, ich nenne es jetzt mal großen, schweren Gewitterfronten, die kann man sehen, aber dass man das gezielt beeinflussen kann und sagen, okay, das geht in eine ganz andere Richtung, da müsste man schon ein ganz großes Glück haben, in irgendwas, irgendjemand treffen, der direkt den Einfluss hat auf sowas. Ne? Verstehe ich das richtig? Ja, definitiv. Und was natürlich auch noch jetzt rein geschichtlich eine Rolle spielt, ist, dass in der Geschichte, ich glaube, es war Franklin, der das sagte, in der Geschichte passiert nichts per Zufall. Und passiert es, dann musste es so geschehen und dann war es so geplant. Irgendwie, das war so der Sinn der Aussage. Also das heißt, wenn heute etwas passiert in der Wirtschaft oder in der Politik, dann wurde dies die letzten 1-2 Jahrzehnte geplant und deswegen schon ist es nicht veränderbar. Das heißt, wenn ich eine Vision, zum Beispiel, ich hatte dies, als ich für mich ganz klar spürte 2017, dass 2020 wird alles ganz anders, also schließ deine Aktivitäten ab 2019 ab, dann konnte ich dies nur deswegen spüren und intuitiv seherisch sehen, weil irgendwo im Universum bereits die Stricke gezogen werden, dass so etwas passieren wird. Sonst hätte ich es ja gar nicht gesehen. Alles klar. Also das ist dann praktisch, aber wenn man jetzt wieder auf die Intuition kommt, vor allem für die Zuschauer, die natürlich jetzt dort sitzen und sagen, ja klar, jetzt ist da was, was ich nicht verändern kann. Mhm. Das ist ja erstmal eine Erkenntnis, wenn ich das schon mal sehe. Und es ist 10, 20 Jahre geplant worden. In der Politik soll ja angeblich nichts durch Zufall passieren. Ne? Und das läuft einfach so. Ne? Und die machen da ihre Pläne und das wird alles sehr genau bestimmt. Die haben ewig viel Potenzial, da wird viel Energie reingegeben, schon im Vorfeld. Das heißt, die Welle kommt und der Einzelne, der wird mehr oder weniger von dieser Welle überrascht und kann dann eben noch eine Zeit lang mitschwimmen, so wie du das vorhin auch mit dem Tsunami schon mal beschrieben hast. Da kann man sich eine Zeit lang oben halten und dann kann man nur hoffen, dass man sich irgendwo festhalten kann und dort schaut, dass man das überlebt und intuitiv vielleicht in die richtige Richtung noch schwimmt oder sonst irgendwas. Ne, so verstehe ich das jetzt. Mhm. Das heißt also, der Einzelne geht in sich rein und sagt, okay, bin ich intuitiv in der Lage, was zu erkennen? Bin ich intuitiv in der Lage, so viel Kraft zu entwickeln, dass ich das Alte loslassen kann, um in eine neue Zukunft zu gehen, die aus meiner Sicht vielleicht sogar besser sein könnte? Ne? Oder er lässt es eben gehen. Bloß dann müsste man ja sagen, ist das dann wieder auch okay? Ne? Weil ist der Seelenweg von einem Menschen vorbestimmt? Weil sonst müssten ja alle auf einmal aus Europa abhauen, wenn man das so will, wenn jeder die Erkenntnis kriegt. Ja, nee, weil die bekommt ja nicht jeder. Weil nicht jeder offen ist dafür und selbst viele, die offen sind für eine Information, folgen der nicht unbedingt. Oder viele tun es ab als Gehirnspinst. Und es hat halt jeder seine eigene Lebensaufgabe und jeder hat seinen eigenen Lebensplan. Die einen haben den Lebensplan, die Aufgabe zu bleiben und andere zu gehen. Das ist wie überall so. Das ist in allen unterschiedlichen Aspekten des Lebens ist das der Fall. Und ich denke, und das ist auch wieder Intuition, es gibt ganz klar ganz viele, die spüren für sich, nein, ich will da und da bleiben, auch wenn ich weiß, dass es schwierig wird. Also ich bin ja intuitiv, ich habe die letzten 20 Jahre, eben wie schon gesagt, immer wieder praktisch durchgehend in politischen Analysen gearbeitet. Ich war 2011 und 12 während dem Krieg in Afghanistan und in Irak. Ich war im Libanon, in Nigeria während Unruhen, Bolivien und Peru. Ich bin ja dann eigentlich genau in solche Länder, wenn alle anderen weg sind, dann bin ich da hingerufen worden und habe dort gearbeitet und ich bin da intuitiv hin, weil ich gespürt habe, ich kann da was helfen. Also es gibt solche Menschen, die
merken in der reinen Situation, gut, ich will weg, intuitiv zieht es mich weg, also gehe ich. Und andere spüren, aha, mich zieht es hin. Und wer weiß, das ist ja auch gut möglich, dass auch zum Beispiel jetzt ihr, die hier seid, euch frisch energetisch auftankt. Und irgendwann plötzlich, wenn in Europa alles sehr schwierig wird, spürt ihr so, jetzt wollen, müssen wir zurück, jetzt zieht es uns intuitiv wieder zurück. Ja. Und dann kommt ihr da frisch aufgepowert und geladen und könnt da ganz vielen Menschen helfen. Also das Schöne der intuitiven Führung ist ja nicht das, dass man immer weiß, was im Vorfeld passieren wird, sondern das Schöne am intuitiv geführt werden ist, dass man weiß, dass man immer am richtigen Ort ist. Also letztendlich, wenn man es mal runterbricht, ist es so, dass ein Mensch, der jetzt irgendwie fühlt, irgendwas stimmt für mich ja nicht mehr ganz, ich träume vielleicht auch von einem anderen Leben, das ist schon da, dieser Traum und so weiter. Die Leute, die an so einer Schwelle stehen, sage ich mal, ne, die kann man auf jeden Fall ermuntern, dass sie mehr an der Stille gehen, dass sie tiefer reingehen in sich, dass sie in sich reinspüren und sagen, okay, was ist für mich jetzt dran? Bin ich eher jemand, der jetzt alles schnappt und geht, oder bin ich vielleicht jemand, der jetzt in der Verantwortung bleiben möchte, der Familie gegenüber zum Beispiel oder auch Kindern gegenüber und so weiter, der vielleicht auch seine Schwächen erkennt in dem Moment. Das ist ja auch eine Chance. Mhm. Man schaut drauf und sagt, ja, ich habe hier das Haus, ich habe jetzt 20 Jahre gebaut, ich kann es nicht loslassen. Mhm. So, wenn man das zu sich sagen kann, hat man es ja wenigstens schon mal erkannt. Mhm. Das heißt, man weiß, man hängt an einer Form, an einem Objekt, welches ja keine Bedeutung hat fürs Glücklichsein im Leben, zumindest denke ich das, und lässt nicht los und kommt deswegen nicht weg. Das ist ja auch ein Erkenntnisstand. Ne, das ist ja immer so, man geht in kleinen Stufen immer irgendwie weiter. Ne, das kann man auch so nehmen. Ich denke, wichtig in diesem Fall ist einfach, dass das, was man macht, wirklich auch aus der inneren intuitiven Überzeugung richtig ist. Also, dass man nicht aus Angst handelt, dass man nicht aus reiner Aggression handelt, nicht nur aus Wut, sondern zuerst einmal intuitiv spürt, welchen Weg soll ich gehen, und wenn man erkennt, welchen Weg man gehen soll, dass man dann mit den restlichen Emotionen umgeht und sich den Weg so bewusst und so gut wie möglich gestaltet. Also da hat man ja auch seine persönlichen Lieblingsorte, wie der Wald, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, sich seine Kraftorte suchen, sich dort mal länger aufhalten und mal in sich gehen und mal Meditation, das ist ja nun, ne, also die Stille, zu sitzen, zu atmen, auf die Natur zu lauschen und mal sich so frei zu machen von den ganzen Blockaden vielleicht, die man in sich trägt, zumindest mal für eine kurze Zeit, und vielleicht diese Gelegenheit nutzen, mal tiefer einzutauchen in das tiefste Seelenbewusstsein eines Menschen, der dann vielleicht daraufhin eine Entscheidung treffen kann. Es gibt ja auch bei mir, es gab diesen Punkt, wo die Entscheidung gefallen ist. Ne? Man hat so ein Gefühl, was man mit sich trägt, und dann gibt es den Tag X, wo die Entscheidung fällt. Und dann ist sie da. Und dann muss man mit der Entscheidung leben und natürlich auch durchziehen. Das ist ganz klar. Was mich jetzt noch interessiert, gerade in diesem ganz im globalen Thema, wo du ja auch viel drin steckst, was denkst denn du, wo wir in den nächsten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, ne, 10, 20, 30 Jahren, wo die ganze Welt als Menschheit jetzt auch hindriftet, was siehst du da? Also ich habe mich im Moment nur auf den aktuellen Geburts- oder Sterbensprozess konzentriert, in dem wir uns befinden. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der dauert so ungefähr bis 2029 oder 30. Also ich sehe, dass wir aktuell in einer Zeit leben, die seit dem Zweiten Weltkrieg nie so intensiv war. Zum Beispiel, man kann auch sagen, klar, der Kalte Krieg war auch sehr intensiv, aber der Unterschied ist speziell für uns Europäer, ist, dass wir während dem Kalten Krieg nie wirklich einen heißen Krieg erlebten. Und unterdessen der Unterschied ist der, dass wir jetzt halt tatsächlich in einem heißen Krieg in Europa leben. Also so gesehen sehe ich, dass diese Zeiten, diese wilden Zeiten noch bis 2029, 30 sind und dann wir uns in einer sehr strukturierteren und kontrollierteren Gesellschaft kollektiv befinden werden. Was das Individuum macht, das sei dahingestellt und jedem Einzelnen überlassen. Das geht zum Beispiel von wahrscheinlich nicht 100% Bargeldlosen bezahlen, aber sicher zum allergrößten Teil bis sicher auch Richtung ein ähnliches System wie in China mit gewissen Punktesystemen etc. Oder für mich ist es auch ganz klar so, dass Demokratie, wie wir sie heute erleben, kennen, am Aussterben ist. Also ich habe vor vielleicht 3-4 Monaten in einem Interview ging es um das Thema. Und da habe ich dann gesagt, dass ich es so sehe, wenn wir uns zurückbedenken, und du bist aus dem ehemaligen Ostblock, UdSSR,
Da ist ab 1996 fing der ganze Kommunismus an zu bröckeln. 1998 wurde es noch schwieriger. 1999, da implodierte das ganze System und die Welt wurde demokratisch, so gesehen. Also so gesehen, dass da, wo damals der Kommunismus und der Sozialismus, wie man ihn im Osten kannte, und was damit passiert ist, da stehen wir heute mit der Demokratie. Also ich würde sagen, wenn das, was heute passiert, auf die Demokratie bezogen, dann wären wir jetzt wahrscheinlich da, wo ihr im Ostblock damals wart, 1985 oder so. Aber sprichst du jetzt von einem weltweiten Phänomen oder mehr jetzt zu in den Gebieten wie Europa zum Beispiel, wo man extreme Veränderungen gerade jetzt schon spürt? Oder kriechen die dann in alle Ecken der Welt? Ja, also ich meine, in den meisten Ecken der Welt sind sie ja schon. Also ich meine, Afrika, das sind Scheindemokratien, Mittlerer Osten sind Scheindemokratien, China und Russland etc., da wissen wir, dass sie das eher, das sind autokrate Systeme. Südamerika sind meistens auch eher Scheindemokratien, selbst die USA ist ja ehrlich gesagt nicht unbedingt mehr als eine Scheindemokratie. Also sehr viele Rückgrate müssen gar nicht mehr gebrochen werden, bis die restlichen sogenannten demokratischen Inseln überhaupt auch noch eliminiert sind, weil das meiste sind gar nicht, die meisten sind nicht mal wirklich per Namen und die anderen, die es noch vorgeben, sind es auch nicht wirklich. Also es wird praktisch alles zentraler, wenn man so will, immer mehr zentraler. Und dieses demokratische Verständnis, was wir auch ich jahrelang gelebt habe und wo ich auch gut mich drin gefühlt habe, dass ich ein Teil vom Ganzen bin, was ja eigentlich auch unsere Natur ist. Dieses Ganze wird sich immer mehr zentralisieren auf wenige Menschen und sozusagen dieses demokratische Grundverständnis, alle Macht im Volke, das wird immer mehr so ein historisches Ereignis, wenn wir irgendwann werden, wo man sagt, das war mal so. So siehst du das jetzt. So sehe ich das genau, ja. Das klingt nicht gerade gut, wenn ich mal ehrlich bin. Es sind Veränderungen und ich denke, vieles von dem, was ich vor 7, 8 Jahren gesagt hatte, da wurde ich noch als Verschwörungstheoretiker abgetan, eben von wegen, ich habe auch den Corona-Börsencrash vorhergesagt und viel anderes. Also man findet ja das, meine ganzen, 2015 habe ich den kommenden Ukraine-Krieg vorhergesagt. Also ich meine, ich habe schon sehr, sehr, sehr vieles vorhergesagt und ich lag nicht 100% richtig, aber ich denke, ich kann sagen, mit 75-80% schon. Und für mich geht es ganz klar in die Richtung, wie wir eben besprochen haben. Und ich denke, es geht halt einfach auch darum, einen gewissen Sinn an Realismus anzunehmen, egal ob es einem nun gefällt oder nicht. Aber wie gesagt, für Freigeister, wie jetzt zum Beispiel für dich, gibt es ja immer die Möglichkeit, Auswege zu finden und neue Möglichkeiten. Auch der Freigeist hat seine Grenzen. Ne? Also ja. Vor allem, wenn man an die Form geknüpft ist, oder beziehungsweise an der Form festhält. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich es im Leben immer so gehalten, dass ich mich sehr freuen kann an den Dingen, aber wenn ich es loslassen muss, nicht das ganz große Problem damit bekomme. Also ich kann dann gut loslassen. Mhm. Ne? Von der Seite her, was mich auch sehr geprägt hat, und das ist ja, bleibt ja jedem, egal wo du gerade in der Welt bist, und manchmal auch gerade in Extremsituationen hat man das, oder kommt das auf natürliche Art und Weise, sage ich mal, zu den Menschen, dass man immer wieder nach innen auch gehen kann. Man kann nach innen gehen, man kann sich bewusst werden, dass man auch eine formlose Ebene hat, die eben auch intuitiv zum Beispiel angeknüpft ist, unter anderem, da gibt es auch noch ganz andere Aspekte. Und ich glaube, das kann man auch den Menschen mit auf den Weg geben, wenn man jetzt wirklich in einer absolut, ich nenne es jetzt mal in einer dunklen Umgebung sitzt, dass man wirklich sagt, schließ die Augen, geh nach innen und werde deiner Göttlichkeit bewusst, auch wenn es in dem Moment vielleicht schwerfällt, aber gerade in solchen Momenten sind die Zugänge oft da. Ja, da passt ja auch, du hast auch ein Buch geschrieben, Freiträumer, oder? Ja. Da passt das ja auch sehr gut dazu, eben das nach innen in die Stille gehen, um zu spüren, wo will ich hin, welche Träume habe ich und wie werde ich damit, wie kann ich mir damit eine Wahrheit erschaffen und eine Realität aufbauen? Oder so wie Freiträumer, so wie es hier ja auch steht. Also ich finde das übrigens ein sehr schönes Motto. Ja, und in diesem Sinne bin ich mir sicher, dass egal wie ihr da draußen gerade euch fühlt, ob ihr alleine seid, ob ihr vielleicht traurig seid, ob ihr vielleicht kämpferig seid, das kann auch sein, aber wenn ihr die Augen schließt und wenn ihr nach innen geht, dann sind wir alle eins, da treffen wir uns wieder. Und ich glaube, das könnte eine Botschaft sein für heute, Martin, was meinst du? Das finde ich eine sehr schöne Botschaft im unendlichen Raum, jenseits von Raum und Zeit, wo man sich begegnen kann und sich findet und auch eine kollektive Sprache findet, nämlich die der Intuition und des Hörens selbst. In diesem Sinne, wir sehen uns.